Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coffee Talk Episode 2. Ach, ich weiß schon nicht, Blue Butterfly und Hibiskus. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, letzte Folge hatten wir ja dann den Namen von der Benji kennengelernt, den ich schon vergessen habe. Was mit L? Naja, noch nicht mal. Riona. Ui, was Neues. Ah, jetzt habe ich hier was Neues erfahren. Geburtstag, der 3. Dezember. RR Spaßpolizei. Social Media Konzisseur. Geschäftsanfragen. yo@lmgmt.cx. Sehr schön. Ach, das bedeutet, dass ich die erste Stufe erreicht habe von. Oh. Diesen Freundschaftsdings hier. Freundschaftsanfrage oder sowas, weiß ich. Dass ich dann die ersten Informationen erfahre. Dann wäre dann die Stufe mit den gelben Gesichtern und das grüne hier. Na gut. Was für ein Pech. Tut mir leid. Nein, nein. Du hast eben eines der größten Rätsel meines Lebens gelöst. Wahrscheinlich. Das geht nur wegen seinem Getränk, weil er so viel Kaffee und als Mahlzeit hatte. Weil er nicht viel Geld hatte damals, hat er halt nur viel Kaffee getrunken. Und hat nicht wirklich was gegessen. Das verträgt der Markt nicht mal wegen der ganzen Säure und alles andere. Ja. Also danke dafür. Solange es hilft. Jetzt kann ich Bienenbassi nie wieder auf dieselbe Art und Weise betrachten. Auch Kunden. Hallo. Zwei neue Sachen. Aqua. Naja, ihr habt es an diesem Wasserwaldstück-Geräusch gehört. Aqua und Myrtle. F&E an der Universität in Seattle. Da ist er. Und Myrtle. Programmiererin, wo sind eigentlich beide Programmierer? Gut, die ist auf der Uni irgendwie, sie programmiert halt. Programmiererin bei Cosmic Studios. Was für eine schöne Überraschung. Lange nicht mehr gesehen, ihr zwei. Hehe, hallo Hochi. Es ist schon eine Weile her. Wie ist es dir ergangen? Wir waren in der Gegend und dachten, wir schauen mal vorbei. Ich bin froh, dass ihr das getan habt. Ja. Es ist ja nicht so, dass du versucht hast, das Thema zu wechseln oder so. Hm? Hör mal, Aqua. Ich möchte nur, dass du dir die Bedingungen noch einmal genau durchliest. Oh, und ich will nur wissen, ob du mir immer noch hilfst, wenn ich es akzeptiere. Ich meine, das ist doch sowieso alles nur hypothetisch, oder? Die Art und Weise, wie du darüber sprichst, spiegelt das nicht wider. Und das stört mich wirklich. Okay, ich gebe zu, dass ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeregt habe. Aber abgesehen davon will ich nur wissen, ob du das mit mir zusammen machst oder nicht. Weil ich es dieses Mal wirklich spüre, Myrtle. Ich möchte wirklich, dass dieses Spiel rauskommt. Obwohl wir noch nicht einmal zur Hälfte fertig sind. Noch nicht. Und was die Bedingungen angeht, ich meine, wer weiß, Myrtle. Vielleicht sind sie genau das, was ich brauche. Um mich zu motivieren, härter zu arbeiten. Und wir können es fertigstellen. Dich motivieren, sagst du? Das ist einfach nur leichtsinnig, das weißt du. Aqua, ich weiß, du bist nicht. Hör mal. Lassen wir es erst einmal gut sein. Okay. Okay. Die schweigen sich an. Ich schweige auch. Lukas guckt. Sagt auch nichts und schweigt. Oh, hey, Hochi. Hallo? Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein, ist schon in Ordnung.
Wir waren gerade mitten in irgendwas. Tut mir leid für die Aufregung. Es ist wirklich in Ordnung. Ehrlich gesagt bin ich einfach froh, dass ihr beide hier seid. Nach so langer Zeit. Also, kann ich euch etwas zu trinken bringen? Ja, ja, gib mir nur einen Moment. Lass dir Zeit. Was ist mit dir, Myrtle? Ich nehme einen gewürzten Milchtee. Auf welche Weise gewürzt? Etwas Zimt wäre gut. Oder was immer du für besser hältst. Okay. Ich nehme einen gewürzten Milchtee. Erstmal speichern. Als einen gewürzten Milchtee. Gellerhead? Na gut, das ist wahrscheinlich eher für den Werwolf. Gewürzten Milchtee. Ist mit Zimt. Er hat es ja schon gesagt, ein gewürzter Milchtee mit Zimt. Trotzdem mal gucken. Ja. Tee, Milch, Zimt. Shai Adeni. Tee, Milch, Zimt. Tee, Milch, Zimt. Bing. Bitte sehr. Ein Shai Adeni. Bitteschön. Danke. Zum Wohl. Wie ist er? Gut. Ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Das freut mich zu hören. Hast du Shai Adeni gesagt? Ja. Ich habe ein wenig Kardamom und andere Gewürze hineingetan, damit es zumindest dem gewürzten Teil gerecht wird. Ich verstehe. Ich nehme an, du probierst es wegen der Dokumentation, von der ich dir neulich erzählt habe? Ja. Ich habe sie gestern gesehen, als ich die Nacht durchgemacht habe. Die klang interessant, aber ich konnte mir den Namen nicht merken. Ich schätze, ich bin auch bereit zu bestellen. Natürlich. Was darf es sein? Wie ich sehe, hast du eine neue Teeauswahl in den Regalen. Ist das Butterfly Pea, was ich da sehe? Ja, gut erkannt. Ich habe das schon mal probiert. Ziemlich oft sogar. Besonders im Büro. Wie magst du ihn normalerweise zubereiten? Ich mag ihn am liebsten, wenn er mit viel Minze gebraut wird. Könntest du ihn für mich so machen? Klar doch. Dann nehme ich einen Blue Pea Tea mit viel Minze, bitte. Lass mal speichern. Als sie will also Blue Pea Tea mit Dingens. Du hast ja schon die dritthöchste Stufe hier. Was ist das, der 13. Mai? Ja, GameDev Lob und Arbeitserhalt. Würde ich mich beschreiben, GameDev arbeite zurzeit an der Full Metal Conflict Reihe. Mein liebste Dinge, Zeit für mich. Was fange ich mit meinem Leben an? Stehe oben. Er steht oben, arbeite an der Full Metal Conflict Reihe. So. Mit viel Minze, hat sie gesagt. Flo, PT mit viel Minze. Ja, Aquas Teeentspannung. Der Tee und zwei Minze rein. Gut, kann man sich halt gleich denken, wenn sie sagt viel Minze, dass man sagt, gut, dann gibt es halt mehr von der Minze rein. Ein Spezialtee kommt sofort. Danke. Sieht gut aus, nicht wahr? Das wollte ich auch gerade sagen. Die Farbe erinnert mich an das Meer. Ja. Wie ist er? Er ist wirklich gut. Freut mich, dass er dir gefällt. Wenn ich sehr nervös bin, mache ich mir oft diesen Tee. Aber normalerweise gebe ich auch etwas Zucker und Zitronensalz hinein. Wirklich? Salz? Ja.
Was kommt als nächstes? Willst du auch den gesalzenen Buttertee probieren? Ich dachte, du wärst diejenige, die ihn probieren wollte, Myrtle. Als ob. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie das schmecken würde. Ich frage mich allerdings, wie groß der Unterschied zu einer normalen Sahne sein wird. Trotzdem, kein Salz. Wobei man sagt ja eigentlich, dass da, wo Zucker reinkommt, soll eigentlich auch immer ein kleines bisschen Salz rein. Auch in Süßspeisen sollte man eigentlich, wo Zucker oder viel Zucker drin ist, damit irgendwie der Eigengeschmack irgendwie höher ist angeblich, soll man eigentlich auch ein bisschen Salz reinmachen. Und umgekehrt, da, wo ich Salz reinmache, soll ich eigentlich auch ein kleines bisschen Zucker reinmachen. Nicht viel, aber dass eigentlich dann Salz und Zucker zusammengehören, dass man sagen kann, gut, da, wo viel oder mehr Salz, also nicht mehr Salz von mehr, sondern wo mehr von der Menge her Salz ist, dass man da eigentlich ein bisschen Zucker reinmacht. Und wie gesagt, da, wo halt viel Zucker ist, dass man da auch ein bisschen Salz reinmacht, eigentlich. Neulich habe ich Myrtle von einer Dokumentation über Heißgetränke auf der ganzen Welt erzählt. Sie hatten eine Menge seltsamer Rezepte. Du solltest sie dir auch ansehen, Hoji. Wer weiß? Vielleicht inspiriert dich das zu neuen Getränken? Klar, hört sich interessant an. Wie heißt die Dokumentation? Überfließende, wärmedrüßende Getränke rund um die Welt. Eine Rohstoff bekommen, irgendwas mit Saviere, hier das richtige Getränk am zweiten Tag. Ob ich da vielleicht schon bei Lukas etwas Falsches gemacht habe, dass ich ihm nicht das erste Getränk gegeben habe, das war das richtige Getränk. Aber halt. Bis an den Tag habe ich ihm das richtige Getränk gegeben. Der Name klingt einfach, aber der Inhalt ist einzigartig. Aber es gibt auch viele normale Getränke. Ich werde sie mir später ansehen. Danke, Aqua. Gern geschehen. Und jetzt bin ich bereit, die Nacht in Angriff zu nehmen. Jetzt bin ich bereit, auch meine Pose sagt das. Ja. Viel Arbeit? Ja, aber es ist in Ordnung, wirklich. Ich brauche einfach etwas Zeit, damit ich weiter an meinem Spiel arbeiten kann. Dein Spiel? Oh. Ach ja, im Spiel arbeiten. Muss ganz ehrlich sein, als würde ich anders sagen. Es gibt ja zum Beispiel diesen, bei Steam diesen RPG-Maker, also verschiedene Versionen davon, die schon die XP-Zeiten waren und noch viel älter. Da habe ich ja zwei Versionen von MV und MZ und zumindest versuche ich derzeit, wo ich jetzt gerade dieses Video aufnehme, zu lernen, wie man damit etwas erstellt. Manches kriege ich sogar hin mit diesen ganzen Tutorials bei auf YouTube, wo ich mir das angucke. Wo ich meine, ich es sogar hinbekomme. Gut, ob ich da wirklich schaffe, wirklich ein Spiel zu entwickeln, das weiß ich nicht, aber zumindest teste ich, weil es hat mich schon immer interessiert, sowas zu machen. Wenn ich daran denke, dass ich teilweise damals bei Gothic 2 eine Mod machen wollte, mal. Oder halt auch so eine Modifikation machen wollte, nur wie gesagt, ist ja schon über 10 oder 15 Jahre her. Da hatte ich erst recht keine Ahnung gehabt von Modifikationen und gut. Hat sich danach nicht mehr ergeben, weil ich dann klar Vollzeit gearbeitet habe und naja, das ist so alles im Sande verlaufen. Meine Festplatte damals ist mir dann auch da abgeschmiert, wo ich schon mal zumindest angefangen hatte mit anderen, aber ja, ist ja nichts geworden. Dann teilweise bei Astronomy Crusader sehe ich ja meine Mod mehr oder weniger für die KIs, die es da gibt, wo ich die Werte geändert habe, also dass die andere Dinge bauen und so, die Burgen anders aussehen. Das, was ich zwar gemacht habe und sonst so richtig hier mit so ein Spiel entwickeln, also da, wie bei diesen RPG-Banger zum Beispiel, klar kann man, ist was so, ist wie bei diesen alten Zelda-Spielen, so vom Aufbau, jetzt muss so von oben guckt und diese Kämpfe, diese rundenbasierten Kämpfe sind ein bisschen klar. Man kann halt auch verschiedene Sachen machen. Hab ich gesehen, man kann, wenn man das richtig anstellt, sogar wie so ein bisschen Stardew Valley, so Gemüse anbauen und ernten, Felsen schieben und alles und Tageszeiten machen hier, damit es hell und dunkel wird und so, dass es regnet, also dass Wetterbedingungen sind und so ein bisschen. Manches kriege ich sogar hin. Aber selbst wenn, dann das mache ich, wie es alles nebenbei. Wenn ich alleine Let's Plays aufnehme, mache ich in meiner Freizeit nebenbei. Und daran arbeite ich auch nur so nebenbei, so ein bisschen. Also, ja klar, da braucht man jetzt nichts vormachen, das wird ewig dauern. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das durchziehen werde, aber zumindest,
Also gerade weil hier als Thema, weil sie sagt, ja, entwickelt ihr eigenes Spiel, wo ich mir denke, wow, versuch auch zumindest sowas zu machen. Versuche ich schon länger, wo ich teilweise manche Sachen durchgelesen habe, auch teilweise Hefte hatte, aber es war einfach zu schwer und ich habe jetzt ja keine Sau erklärt. Und da wirklich gar keinen Schirm aus davon, ist das einfach zu kompliziert, den C++ und was es da alles gibt und Python zu entwickeln oder was auch immer. Wo ich auch mal Tutorials mal versucht habe reinzuziehen, aber ich weiß nicht, wie gesagt, wenn da keiner was erklärt oder richtig erklärt, ist das für mich einfach so abstrakt, wo ich dann, ich kann zwar alles, wenn ich irgendwelche Formeln an, aber wenn ich nicht weiß, für was die stehen, bringt mir das nichts, wenn ich alles, wenn ich eine Formel gelernt habe, ich weiß aber nicht, wie ich das eingehe, was da passiert, warum das passiert, das muss ich wissen. Ich muss dann wissen, was passiert da und warum passiert das da. Ich muss also die Logik dahinter erkennen, dann geht's. Das war Mathe genauso, ich muss wie gesagt die Logik dahinter erkennen, dass ich sage, verstehe. Jetzt nur irgendwelche Sachen nur auswendig lernen, das bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts, weil dann hast du es nicht wirklich verstanden. Dann bringt das Ganze dir nichts. Ja, warte mal. Dass du auf der G-Gax irgendwas ausgestellt hast? Was? Gaxpro? Gaxpo? Richtig. Gaxpo. Das ist es. Cool. Ich habe gehört, dass es schwer ist, sich dort zu präsentieren. Muss also wirklich gut sein. Oh, nein, nein. Ich meine... ich hätte es ohne Models Hilfe nicht geschafft. Ernsthaft? Hast du einen Insider-Zugang oder so? Ups. Entschuldige, dass ich mich einmische. Eines meiner Teammitglieder steht total erspielt, deshalb höre ich die ganze Zeit davon. Egal, lasst euch nicht stören. Bitte macht weiter. Sie hat das Interesse eines ihrer Lieblingspublisher geweckt. Ist das so? Ja. Auf der Gaxpo kam einer ihrer Vertreter an den Tag, an dem Myrtle nicht kommen konnte, zu meinem Stand. Ich musste im Hotel bleiben, um ein Chaos in den Akten meiner Firma zu beseitigen. Ja, das war schade. Ich war sehr nervös, weil ich allein war. Jedenfalls haben der Vertreter und ich ein bisschen über mein Spiel gesprochen. Sie schien interessiert zu sein und es wurde darüber gesprochen, mein Spiel zu veröffentlichen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, sie wären einfach nur nett. Aber sie haben mir letzte Woche einen Vertragsentwurf gemailt. Das klingt nach tollen Neuigkeiten. Liege ich falsch? Nun, ich war begeistert. Ich bin schließlich einer meiner Lieblingspublisher. Okay. Aber ich will nicht gegen die Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen oder so. Die Bedingungen waren nicht so toll. Du verstehst es also doch. Und nebenbei bemerkt, du hast noch keine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, also bist du an nichts gebunden. Das ist richtig. Aber ich will trotzdem im guten Willen handeln. Wozu? Ihre Bedingungen waren so weit von gutem Willen entfernt. Wenn ich fragen darf, über welche Bedingungen reden wir hier? Es tut mir leid, ich bin etwas verwirrt. Richtig, tut mir leid. Kurz gesagt, sie werden in das Spiel investieren und alle notwendigen Kosten decken. Sie kümmern sich um das Marketing, die Werbung, den Vertrieb und all das. Okay. Aber wenn ich die Frist nicht einhalten kann oder mich weigere, auf ihre Änderungswünsche einzugehen oder gegen eine der im Vertrag festgelegten Vereinbarungen verstoße, von denen viele eher fragwürdig sind, muss ich ihnen ihr gesamtes Geld zurückgeben, unabhängig von meinem Fortschritt im Spiel. Also geben sie das Geld und kümmern sich um den ganzen Quatsch, pumpen das Geld hin, aber sie darf verhalten. Keine Auflagen, Verstoße und sonst irgendwas. Und das Spiel muss fertig sein und sonst muss ich das ganze Geld zurückzahlen. Was sie dann logischerweise nicht können. Was?
Und es wird nicht billig sein, wohlgemerkt. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich das nicht schaffe, haben Sie das volle Eigentum an dem Spiel. Schweigen. Richtiges Schweigen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das kann auch nicht richtig sein, oder? Und was ist, wenn Sie es sind, die den Vertrag brechen? Ich darf mein Spiel behalten. Okay. Das war's? Oh nein, das ist noch nicht alles. Ich muss auch nicht alle genutzten Investitionen zurückgeben. Was? Das habe ich auch gesagt. Verzeihung, aber ist das deren Ernst? Auch das habe ich gesagt. Deswegen ist es ein bisschen tough bei den beiden, weil sie meint es halt noch gut und na, sie wollte es aber alleine schaffen, aber was wahrscheinlich dann zu naiv oder was auch immer. Oder halt in dem Fall keine Ahnung. Sie ist von Unicorn mit Spielentwicklung und sie ist halt schon bei der Spielentwicklung, hat halt die Berufserfahrung, sie hat es halt nicht und ja, weiß halt, wie der Hase läuft, sag ich mal. Es gibt noch viel mehr, aber es ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe das Wesentliche verstanden. Als ich zum ersten Mal las, dachte ich, vielleicht sind die Bedingungen so, weil es noch ein Entwurf ist. Ich denke schon, ja. Ich dachte auch, dass es vielleicht etwas ist, das man noch ausarbeiten und diskutieren kann. Das heißt, bis ich Myrtle im Rat gefragt habe. Verstehe. Der Vertrag ist für die Tonne, Aqua. Ich weiß. Ich habe es verstanden. Aber es ist nur so, dass ich die ganze Zeit dachte. Du weißt schon. Was ist, wenn alle Verträge so sind? Was ist, wenn das Beste ist, was ich bekommen kann? Es ist aber nicht. Aber was, wenn? Na klar, man kann auch Ihre Seite verstehen. Denken Sie, ja gut, das ist ein scheiß Vertrag oder halt nicht ideal, aber was ist, wenn ich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden kann? Kann man verstehen. Wenn sie dann quasi nur zwischen Pest und Cholera entscheiden kann, zwischen Regen, oder sie kommt vom Regen in die Traufe, dass es bei ihr quasi egal ist, ob sie jetzt von dem Publisher den Vertrag oder von dem Publisher, war das eigentlich, der eine hat den Vorteil, der andere hat den, aber na, ideal ist keiner von denen, weil jeder hat etwas, wo du denkst, na, das ist nicht so ideal. Kann man verstehen von ihr. Wirst du mir trotzdem helfen, Myrtle, oder nicht? Ist das wirklich das Wichtigste? In diesem Moment? Komm schon, Aqua. Ich weiß, dass du nicht so schwer vom Begriff bist. Ach, sie ist halt unsicher. Es wäre schön, wenn du hören würdest, was ich wirklich sage und nicht, was du denkst, was ich sage. Was meinst du damit? Entschuldige, nur eine Sekunde. Oh, ich glaube, ich gehe besser. Ich muss dabei helfen, einen Bericht für eine Präsentation morgen vorzubereiten. In Ordnung. Kommst du zurecht? Ja, ich glaube schon. Was ist mit dir, Myrtle? Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Oh. Okay. Dann sehen wir uns, Fuji. Tschüss, Aqua. Komm gut nach Hause. Und wieder schweigen. Geht es dir gut? Ja. Also, wieso guckt er eigentlich nicht wirklich? Man kann zwar ja sagen, aber meinte eigentlich nein. Ich war einfach so frustriert, dass sie mir ständig hypothetische Fragen stellte. Hypothetische Fragen? Zum Beispiel? Sie hat mich gefragt, ob ich immer noch bereit bin, ihr zu helfen, falls sie in Zukunft so etwas annehmen sollte. Was für eine Frage ist das überhaupt? Das meint sie mit hypothetischer Frage, dass sie ein bisschen genervt ist, weil sie denkt sich, natürlich würde ich dir helfen. Ich muss nicht immer fragen, ja, würdest du mir dann trotzdem noch helfen, wo sie sich denkt, ja, das ist doch klar, wir sind nur Freunde. Natürlich helfe ich dir.
brauchst jetzt nicht fragen, hilfst du mir oder machst du das für mich? Und ich denke, ja, ich mach das doch für dich, brauchst du nicht fragen. Das denkt sie wahrscheinlich. Dass die Aqua wahrscheinlich denkt, naja, muss sie doch fragen, ob sie mir hilft. Und sie denkt aber, naja, natürlich, klar, ich helfe dir doch. Ist doch kein Thema. Frag mich ruhig und ich helfe dir. Dass quasi sie einfach nur die Frage nervt, naja, würdest du mir helfen? Und sie denkt sich doch, natürlich. Es ist, als würde sie mir nicht trauen. Genau, das meine ich hier. Oder irgendetwas, was ich sage, was das betrifft. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie dir oder deinem Fachwissen nicht vertraut. Hm. Aus ihrer Sicht fühlt sich alles wie eine mögliche Chance an. Mit einem fragwürdigen Vertrag wie diesem konfrontiert zu werden. Das auch noch von ihrem Lieblingspublisher. Es kann gut sein, dass sie nur ein bisschen aufgewühlt ist. Das ist ein gutes Argument. Aber ich bin doch auf ihrer Seite, oder? Sie hat nichts zu befürchten. Trotzdem kann sie sich Sorgen machen. Wenn sie so besorgt ist, warum sagst du nicht einfach etwas wie, natürlich helfe ich dir, aber nur, wenn die Bedingungen nicht so mies sind? Das sollte genügen, oder? Es sei denn, du hast das getan und sie ist nicht überzeugt. Dann weiß ich es nicht. Ich dachte, wenn ich ihr das sage und sie beschließt, es trotzdem zu tun, weiß ich ganz genau, dass ich sie dann nicht mehr abweisen kann. Oh, ich verstehe. Außerdem haben wir uns von Anfang an darauf geeinigt, nur dann am Spiel zu arbeiten, wenn wir die Zeit dazu haben. Also im Grunde bist du dir nicht sicher, ob du dich verpflichten willst. Wovon sprichst du? Das ist es natürlich nicht. Die Dinge ändern sich, wenn Geld im Spiel ist. In allem. Naja, dagegen kann ich nicht wirklich etwas sagen. Ich weiß, wie einige dieser Unternehmen arbeiten. Sie sind auf der Suche nach Ideen von den kleinen Jungs. Und sie finden einen Weg, sich Dinge aus dem Projekt herauszupicken, die sie wollen, und den Rest zu verwerfen. Keinerlei Respekt für die Mühe. Dieser Publisher mag einer ihrer Favoriten sein, aber das bedeutet nicht, dass er ein gutes Unternehmen ist. Vor allem mit diesem Müllvertrag. Das zeigt, was sie wirklich wert sind. Mir kommt mir das so ein bisschen vor, als ob hier die Entwickler von dem Spiel hier so ein bisschen über sich selber reden. Ich weiß es nicht gerade, also muss es nicht sein, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht für mich zumindest der Erfolg vom ersten Teil, ich weiß nicht, ob es jetzt so geldtechnisch ein Erfolg war, aber ich meine, das ist ein zweiter Teil, ich denke schon, dass vielleicht sein kann, dass vielleicht ein Publisher vielleicht dann die Idee von Coffee Talks, sag ich mal so, wie sie es ja machen, vielleicht irgendwie nutzen wollten und den Entwicklern von dem Spiel vielleicht irgendwie Müllvertrag vielleicht angeboten haben, dass sie das dann deswegen jetzt so durch die Blume weg sagen, können die mir vorstellen. Na gut, ich würde sagen, der Schleppe ähnlich war erstmal die Folge. Ja, ich weiß noch doof, wenn ich zwischendurch die Gespräche abbreche, aber wie gesagt, das, wie lange will ich die Folgen hier machen? Ich weiß auch immer nicht, wie lange hier so ein Tag geht. Manchmal geht so ein Tag vielleicht eine halbe Stunde, manchmal vielleicht eine Dreiviertelstunde, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist immer schwer zu sagen und ich muss das irgendwie immer zusammenschneiden sonst und naja, wie gesagt, muss eine Folge sein, wenn ich eine halbe Stunde mache. Deswegen tut mir leid. Na gut. Lasst trotzdem eine Bewertung da oder ein Abo und seht euch auch mal andere Videos an. Und ja, gebt auch gerne mal einen Kommentar. Wie gesagt, für den Algorithmus ist das nicht schlecht. Und achso, für mich, wenn ich da mal sehe, da ist irgendwie ein bisschen Resonanz, macht das auch mehr Spaß mit Aufnehmen, geschweige denn die Bearbeitung, ja, kann ich dann bloß auch dulden, weil das ist für mich das nervigste Ding an diesem Jahr. Na gut, also macht's gut, bis dann und tschüss.